Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs haben wir in Europa eine beeindruckende Wertegemeinschaft von Frieden, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit geschaffen. Wir in Oldenburg arbeiten sehr gern mit unseren Partnern und Freunden in Frankreich, in den Niederlanden oder in Dänemark oder auch in Großbritannien zusammen und sind dabei, das gemeinsame Europa weiterzuentwickeln. Das kann nur gelingen, wenn Europa Unterstützer hat. Diese braucht es vor allen Dingen im Europäischen Parlament. Deshalb bitte ich Sie und fordere Sie auf, gehen Sie am 26. Mai wählen. Wählen Sie Menschen und Parteien ins Europäische Parlament, die Europa nach vorne bringen wollen und nicht die es zerstören wollen. Also gehen Sie wählen. For mig er Europa samarbejde på tværs af grænser. Målet med EU er at bidrage til fred, stabilitet og velstand. EU er en del af vores hverdag, og derfor er det vigtigt at stemme ved Europaparlamentsvalget. På den måde er vi alle sammen med til at påvirke den retning, som EU skal bevæge sig i. Europa bedeutet für mich Frieden, friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Völker und Europa bedeutet für mich auch Heimat und die eigene kulturelle Identität. Europa ist für uns heel erg belangrijk. Ich bin Bürgermeister von Groningen und ich sehe, dass wir in het rijkste deel van Europa wohnen, an der Zuidkust van de Noordzee, waar heel veel economische vooruitgang is, waar veel internationaal bedrijfsleven is. Het is onze verantwoordelijkheid, juist op de plek waar het goed gaat in Europa, om heel Europa ook als het ware mee te helpen in de komende periode zich voorspoedig te ontwikkelen. En het is onze verantwoordelijkheid om vrede en veiligheid door de Europese eenwording te bevorderen, door die situatie ook mee te stimuleren en te ondersteunen. Pour moi, l'Europe, c'est la paix entre les États de notre continent européen. C'est la garantie aussi d'une solidarité entre les États pour mieux construire collectivement à partir de nos richesses individuelles. Et c'est aussi la construction de l'Europe à travers l'amitié que peuvent avoir les villes entre elles, qui sont fondamentales aussi pour bâtir cette Europe, comme entre nous, Oldenburg et Cholet. C'est pourquoi il faut voter nombreux le 26 mai à travers toute l'Europe.